Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Someday You'll Return. Mittlerweile sind wir endlich hier unten in den Gräbern angelangt und haben herausgefunden, der Großteil der Gräber, da sind gar keine Leichen drin, sondern einfach nur diese Müllsäcke, die schon lange hier liegen. Denn wenn sogar schon der Müllsack selbst anfängt zu schimmeln, dann ist definitiv schon viel verloren. Ich glaube, so viel kann man sagen. Hin und wieder auch eine Spinne hier. Gut, dass sie sich verziehen. Ich habe sowieso Angst vor denen. Wir haben unsere Sammelobjekte mitgenommen in der letzten Folge und jetzt steht hier ein Walkie-Talkie oder was ist das denn? Warum steht das hier? Und wer spricht denn da? Ist das Stella? Hello? Who's there? Oh oh. What was that? Hat sich angehört, wenn da direkt jemand neben uns stehen würde. Eieieiei, das ist schon gruselig hier unten, Freunde. Ich sag's euch, ich hab hier ein bisschen Gänsehaut gerade. Und die Figuren hier machen's nicht unbedingt besser, wenn's du mich fragst. Eieieiei, die sehen wirklich grässlich aus. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendjemand Modell gestanden ist dafür, aber die sehen einfach grässlich aus. Also, gut texturiert, aber grässliche Person. So, ich glaube, in der letzten Folge hatten wir zwei Rückblenden. Ich glaube, eine dritte Rückblende wartet noch auf uns und ich glaube, die werden wir genau hier finden. Denn da, wo alles unter Wasser steht, wobei das auch gar kein wirkliches Wasser ist, sondern auch hier... It's a baby monitor. We bought one when Stella was born. Aha, ist das der Babymonitor gewesen vielleicht? Ich glaube, es ist die schwarze Substanz, die uns irgendwann noch schon mal vergiftet hat. Wir mussten dann einen Trank herstellen damals. Und ich glaube, hier finden wir einen weiteren, womöglich den letzten Rückblick. Ja, das sieht mir definitiv danach aus. Und möglicherweise sind wir hier im Kinderzimmer. Wir sehen hier ein Bettchen, da vorne ein Schreibtisch. Ein Kleiderschrank? Gucken wir mal. It doesn't look hungry anymore. Ach so. Ah, ich glaube, ich weiß, was wir zu tun haben. Liebe Freunde. Wir müssen nämlich... Warum ist es so dunkel? Wir müssen nämlich die Fliegen, die jetzt hier geladen sind... Stimmt. Das ist gar nicht mal so doof. Wir haben ja das letzte Mal die Fliegen mitgenommen, die uns in diese andere Welt bringen, die uns immer wieder zeigen, was früher so... Entschuldigung, was früher so passiert ist in unserem bisherigen Leben. Und das Medaillon ist jetzt geladen mit diesen Fliegen. Das heißt, wir müssen es erstmal irgendwie entladen. Wo sind wir denn jetzt? Ach, eh richtig. Und das schaffen wir am besten, wenn wir hier oben hin spazieren... Und sie hier reinpulvern. Dann ändert sich nämlich da vorne wieder ein bisschen was von dem Gebiet, das wir dann vermutlich betreten können. Ich habe das Gefühl, zum Schluss müssen wir irgendwie darüber spazieren. Kann ich mir definitiv gut vorstellen. Und das Medaillon sollte jetzt leer sein, denn die Fliegen sind jetzt hier. Und wenn wir drei verschiedene von diesen Medaillonplätzen haben hier, heißt das vermutlich, wir haben drei verschiedene Rückblenden. Zwei hatten wir schon, eine kommt noch. Das heißt, wir folgen dem Weg jetzt nochmal. Die Welt ändert sich hier wieder ein bisschen. Ich bin übrigens ziemlich froh, dass wir es jetzt geschafft haben. Eieieiei, das ist immer noch gruselig. Umso öfter wir es hören, umso gruseliger wird's. Alter Falter. Ich bin irrsinnig froh, dass wir die Sammelobjekte mitgenommen haben, die zwei. Okay, da ändert sich auch wieder alles. Ich glaube, wir haben dann schlussendlich nur noch diesen einen Weg, den wir gehen können. Alle anderen sind nämlich abgeschlossen. So, und da sind wir wieder. Ursprünglich konnten wir hier nicht rein. Mittlerweile spazieren wir einfach durch. So, dann hier entlang. Da vorne biegen wir einmal ab. Und dann sollten wir die Möglichkeit haben, hier in die andere Welt zu gelangen.
funktioniert's. Do you even care how expensive those were? Do you think I just shit money? I'm sorry, Daddy. I just tripped. I didn't mean to. Tripped? How about you try to be, at least once in your life, useful? Everything you ever touch breaks or spills or... So what happened, Daniel? Did your little Stella kill someone? I don't remember. I don't even understand why you want me to see this. Let me refresh your memory. On that very day, two wine glasses silently stood on the table. You might even remember when Ida brought them home from IKEA. When Stella tripped, those glasses, which must have been oh so expensive, fell down to the ground and shattered. And? You sent her to bed. And I am sure you want to know what happened next. Daddy, please don't do that! Why not? Maybe now you'll learn what losing something important feels like. And it's the only thing Grandma left me. Take all my toys, just please. Please don't take my doll. Not gonna happen. This is the only way to teach you. So you took the doll, went outside, tore it up, and threw it into the trash. You must have been really happy with yourself. I bet little Stella finally understood how to appreciate things right. And that's all for now. Ta! Alter Falter, ich bin wirklich erschüttert, liebe Freunde. Ich bin wirklich, 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 wirklich erschüttert. Ich hätte mir nie gedacht, als wir hier das Spiel angefangen haben, dass sich das so entwickeln wird, dass wir solch ein beschissener Vater waren. Da sind zwei Weingläser von IKEA umgefallen, die vielleicht was kosten? 5 Euro? 10? Zwei Weingläser umgefallen. Und was ist dann passiert? Wir haben Stella ins Bett geschickt und haben das Einzige, das sie von ihrer Oma bekommen hat, nämlich die Puppe, zerrissen und in den Müll geworfen. Weil zwei billige Weingläser vom IKEA runtergefallen sind. Das war die Strafe. Dass wir ihre Puppe zerstören und das einzige Andenken, das sie hatte, an die Oma, ihr wegnehmen. Wegen zwei Weingläsern vom IKEA. Was waren wir denn bitteschön für ein Monster von Vater? Ich kann das kaum glauben. Und anscheinend macht er sich bis heute keine wirklichen Vorwürfe. Denn in den Augen von Daniel sind ja immer wieder die anderen Schulden. Und ich glaube, jetzt wissen wir auch, warum wir diese Puppe oder warum uns diese Puppe eigentlich durchs ganze Spiel mittlerweile schon verfolgt. Dass wir die Puppe, die wir Lia gebracht haben, die wir eigentlich, so wie wir es jetzt zum Schluss rausgefunden haben, gar nicht in der Weise existiert haben wird. Möglicherweise war das auch nur eine kleine, jüngere Version von Stella. Und wir haben mir genau diese Puppe gebracht. Diese Puppe sitzt übrigens auch immer wieder im Hauptmenü. Also sie verfolgt uns durchs ganze Spiel. Das einzige Andenken, das sie an die Oma hatte, haben wir ihr weggenommen, zerrissen und entsorgt wegen zwei Weingläsern, die umgefallen sind. This girlish stuff was more Ida than Stella. Ida always tried to project her failed dreams into Stella's room. The result being this inconsistent mess of cheap IKEA furniture. Genau, da war wieder natürlich Ida schuld. Wir nicht. Wir sind komplett unschuldig. Es war Idas Schuld, eh klar. Eieieiei, was ist das denn für eine schreckliche Person hier? Da sind wir ihre Secrets-Schublade. Hier ist auch süß gemacht. Immer sind's die anderen, die Schuld haben. Immer sind's die anderen. Die anderen sind schuld, warum es uns so schlecht geht. Die anderen sind schuld, weil sie nichts aus ihrem Leben gemacht haben. Wir haben nie Schuld an irgendetwas. Es sind immer die anderen. So sieht das Leben aus, wenn man den lieben Daniel hier fragt. Und ich muss nochmal betonen, am Anfang,
Als wir hier in den Wald gekommen sind, habe ich gedacht, wir sind der fürsorgliche Vater, der hier nach seiner Tochter sucht. Die Mutter ist zu Hause geblieben, wir haben das für sie übernommen, damit sie nicht hier in den Wäldern umherkriechen muss. Aber mittlerweile weiß ich, dass wir alles andere waren als der fürsorgliche Vater. Es gibt strenge Väter und es gibt nicht so strengere Väter. Aber ganz ehrlich, das, was wir hier damals gemacht haben, das übertrifft alles. Das übertrifft einfach alles und das ist weit ab vom Normalen. Aber ich glaube, das muss ich gar nicht betonen. Das sollte ja jedem klardenkenden Menschen klar sein. So, ich bin mal gespannt, wie wir aus der Hölle... Eigentlich kann man gar nicht sagen Hölle, sondern es wird uns nur das vor Augen geführt, was wir eigentlich so bisher in unserem Leben verbrochen haben. Ich bin trotzdem gespannt, wie wir hier wieder rauskommen. Und zwar vermutlich so. Es könnte, ich bin ja ein Mensch, der gerne Theorien aufstellt, es könnte natürlich auch sein, dass uns hier der Wald, beziehungsweise all die Leute, die hier in diesem Wald wohnen, das Biest, die Version von Stella hier im weißen Kleid, die wir immer wieder sehen, die Oma möglicherweise sogar, dass uns die bewusst hier in eine Art Falle locken möchten, in eine Art psychische Falle, dass wir uns selber Vorwürfe machen, was wir denn für ein schlechter Mensch waren, aber das möglicherweise gar nicht der Realität entspricht. Aber ganz ehrlich, was wir bis jetzt schon so gesehen haben, gelesen haben und gehört haben, glaube ich, dass das, was wir jetzt hier in diesen drei Rückblenden gesehen haben, tatsächlich der Realität entspricht. Es hätte sein können, und diesen kleinen Prozentsatz, dass das stimmt, den gibt es immer noch, dass uns hier möglicherweise irgendeine Version von damals aufgetischt wird, die erfunden ist, die vom Biest vielleicht erfunden ist, um uns in den Ruin zu treiben, um uns quasi als Idioten dastehen zu lassen, aber ich denke, dieser Idiot, der waren wir wirklich. Das ist kein Fake oder sonst irgendwas, dieser Idiot, das waren wir in unserem bisherigen Leben. Und ich frag mich tatsächlich, wenn uns unsere Tochter damals so wurscht war, wenn wir gesagt haben, ja, geh doch mit deiner Tochter, wohn unter der Brücke, wenn du nicht mit mir in den Norden ziehen möchtest, warum dann gerade wir nach ihr suchen? Warum sucht denn dann nicht die Mutter nach ihr oder ihr neuer Freund? Warum suchen wir nach ihr? Wenn wir doch jetzt nicht unbedingt hier von einer guten Beziehung zueinander ausgehen können. Verstehe ich nicht. Aber... Oh! Scheiße! Aber das werden wir vielleicht noch rausfinden. Ach du Scheiße. Have you done to my daughter? You can kill me, but please let her go. So, this is it. I'm finally dead, right? Took him quite a few tries to get me. Tell me, Daniel, how have you found Stella? Stella? Oh, right.
My daughter. I went to the woods looking for her. It was such a long time ago. And have you found her? I don't think so. It was Leah. This little girl. Or was she a doll called Rosie? I don't know. Maybe she was Stella. And I just didn't recognize her. And that woman, Eleonora, something got to her. And she jumped off the cliff. Or maybe she was just another figment of my imagination. Look into your heart. Do you think she was real? I wish she was. But somehow, nobody I've met in these woods feels real. And that includes you. And you, Daniel, are you real? Yeah. It doesn't matter now, does it? At least I no longer need to fight for my life. Your story is not over yet. You will return one more time. It's up to you what you do with your last chance. Be careful. The beast is closer to you than you think. And that's what really keeps you from finding your daughter. I really didn't want to return here. She should have let me die in peace. So, are you awake or not? Come here right now, boy. Kill me now. The hag is back. Na, die Sprüche sind immer noch cool. Alter Falter, aus der neuen Welt, die Welt hat sich irgendwie verändert. Und wir sind in Kapitel 10 mittlerweile angekommen, liebe Freunde, schon weit fortgeschritten im Spiel und wieder zurück in unserem Lieblingswald, der sich aber natürlich auch schon mal wieder ein bisschen verändert haben wird, vermute ich mal, wenn wir uns hier schon ein bisschen umschauen. Die Bäume stehen nicht mehr ganz so gerade und wir sehen da hinten auch das Metall und die Gesteinsbrocken gehen wieder ein bisschen in der Luft spazieren. Also der Wald ist definitiv nicht mehr der Wald, den wir kennengelernt haben damals. Wissen wir, wo wir sind? Haben wir hier eine Karte? Wir können gar nicht drücken. Ich drücke gerade auf M. Es funktioniert nicht. Wir haben hier keine Karte. Wir haben nur die Oma wieder im Wald rumsitzen. Wir haben eigentlich schon vor langer, langer Zeit mal geglaubt, die ist getötet worden von den Nebelkindern. Sie lebt weiterhin. Und ich vermute mal, sie wird uns mal wieder, wie schon so oft, den Arsch retten. Übrigens, da oben, man sieht ihn jetzt nur noch aus der Ferne, aber ich habe das Gefühl, wenn wir da vorne nach vorne gehen, dann wird ein Gespräch stattfinden, sieht man den Vogel. Den Vogel, den das Biest immer wieder benutzt, um diese Totems herzustellen, schneidet den im Kopf ab und lässt dann einen toten Vogel dort rumfliegen. Wie das funktioniert, keine Ahnung, das weiß wohl nur das Biest, aber da haben wir ihn, den wunderschönen Vogel in diesem gruseligen Wald. Gucken wir mal, was da auf uns zukommt. Und weg ist er. What were you thinking? This was such a beautiful place before you ruined it. Is this how you thank those helping you? Now, listen to me carefully. After you destroyed... Hold it right there. What exactly have I destroyed? You wanna know? Why don't you see for yourself? Take your backpack. And follow me. Maybe even you can understand. Know that you and your beast are both tied to this land. When you first came here, I knew that a large disturbance would follow.
Yet even I did not know how devastating the change would be. Listen, I'm the one being hunted, and if it wasn't for your curse, I'd already be safely home with my daughter. You really think so? You are such a hopeless child. Have you forgotten that you're the one who promised you would never return to this place? I did. I just can't remember why. Can't remember? Or don't want to remember? Those are two entirely different things, Daniel. Und wir hören schon wieder ein Herzpochen, ganz leise im Hintergrund. Let me tell you an old tale. A long time ago, there was a little girl named Slavena. She was sweet and beautiful, but as it often goes, her parents died when she was very young. She was raised by her uncle, who didn't care much for her as he saw her as nothing but a maid. The work was hard, but that wasn't the worst part for Slavena. Day by day, she was reprimanded for even the tiniest of things, no matter how hard she tried. There was no love for her, and she had no hope that her situation would ever change. One day, she had enough and ran away far into the woods. The night had fallen, and the full moon appeared in the sky, accompanied by the howls of a nearby pack of wolves. She struggled to get away, but eventually she slipped and ended at the bottom of a crevice, with her path blocked by huge rocks on all sides. Exhausted, she collapsed on the ground and prayed to the goddess Vesnir to have mercy on her and relieve her from her pain. As she was singing her prayer, tears started to roll down her eyes, forming a little pond on the ground. Finally, the goddess heard her calls, and as the ground around her opened, water started to pour out, mixing with Slavena's tears to form a river. Slavena was gently carried away until she drowned in her own tears, finally free from her sorrow. You see, all these stories, no matter how ancient or new, are all the same one, told again and again. Anyway, we're here. Go up there and have a look at what remains of the land. Then come back here to me. Die Geschichte von Slavena. Und wenn wir das mal ummünzen auf unsere Geschichte, beziehungsweise die Geschichte von Stella, ach du Scheiße, dann gibt's auch da wieder ein paar Parallelen. Und das ist das, was wir aus der Welt gemacht haben. Um uns rundherum nur noch verwüstetes Land. Where the hell are we? Und von der Welt ist sonst nicht wirklich viel übrig geblieben. Ein weiterer Eintrag aus dem Jahr 2018. Vom 7. Juli nämlich. Ich bin total aufgeregt. Das Lager hat wieder begonnen und Alex ist noch nicht da. Ich habe Vater unauffällig nach ihm gefragt und er sagte, dass er in ein paar Tagen nachkommen würde. Eigentlich sind das tolle Neuigkeiten, aber wahrscheinlich mache ich mir nur falsche Hoffnungen. Ich weiß, dass sich vor einiger Zeit etwas in seinem Leben geändert hat, denn er hat mir plötzlich nicht mehr geantwortet. Was auch immer das Problem ist, es wird nicht einfach verschwinden, nur weil wir beide wieder hier sind. Ich wünschte, ich wäre ihm nie begegnet. Eieieiei. Ah, wir haben immer noch keine Karte. Alles klar. Gut, wir sind ja auch nicht in unserer Welt. Ich glaube, so viel ist schon mal klar. Das ist das, was von unserem Land übrig geblieben ist. Von dem Wald, in dem wir angefangen haben, ist jetzt nur noch eine Ruine übrig.
Und irgendwo da hinten, in weiter, weiter Ferne, ist, glaube ich, das Kloster St. Clement, das wir ja auch einige Male in unserem Durchlauf hier besucht haben. Liebe Freunde, ich würde sagen, wir haben noch einiges vor hier im Spiel und werden als nächstes natürlich gleich mal wieder nach unten spazieren zu Omi, um mit der darüber zu reden, was wir jetzt als nächstes tun möchten. Denn viel weiter bergab kann es ja gar nicht mehr gehen. Liebe Freunde, morgen sehen wir uns wieder in der nächsten Runde hier von Someday You'll Return und dann gucken wir mal, ob wir den Wald möglicherweise wieder auffrischen können, zu alter Blüte zurückkehren können oder ob wir hier im Abgrund versauern werden. Wir werden es rausfinden in den nächsten Folgen. Morgen geht's auch schon weiter. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss!